Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und ihr kennt alle das Problem. Ihr hattet einen schweren Tag auf der Arbeit oder sonstiges. Ihr kommt nach Hause und ihr wollt einfach nur mal abschalten und ein schönes Spiel spielen. Da braucht ihr natürlich jetzt kein Dark Souls, irgendwie so ein Hardcore-Klopper, sondern einfach so ein Spiel, was gute Laune verbreitet, nicht schwer durchzuspielen ist. Und solche Titel gibt es natürlich auch auf unserem geliebten Gameboy. Und an diesem Video möchte ich euch 5 dieser Spiele vorstellen. Wenn ihr auch ähnliche Ideen habt, ab in die Kommentare damit. Ich freue mich immer wieder, über neue Titel zu stolpern und das recherchiere ich dann immer für mich selber und feiere das sehr stark ab. Das heißt, wenn ihr Tipps habt, ab in die Kommentare. Ich lese mir alles durch, ich beantworte alles und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen, aber genug der üblichen Vorrede. Fangen wir mit dem ersten Spiel an und zwar Pinball Revenge of the Gator. Das ist wirklich so ein Spiel, was ich auch damals als Kind stark hoch und runter gespielt habe. Und eigentlich so neutral betrachtet ist es eigentlich gar nicht so ein Hardcore-Spiel, was irgendwie so super sympathisch rüberkommt. Es ist einfach ein einfaches Pinball-Spiel. Ne? Also ihr kennt alle diesen Tisch mit der Kugel, wo ihr schön flippern könnt. Aber diese ganze Aufmachung ist einfach so super sympathisch gemacht. Das fängt schon allein mit dem Intro an, mit diesen tanzenden Krokodilen oder Alligatoren, sind es Krokodile? Revenge of the Gator ist wahrscheinlich Alligator. Okay, mit den tanzenden Alligatoren und ist einfach wunderschön aufgemacht. Es ist ein sehr guter Flipper. Hat natürlich nur diesen einen Tisch, aber da ihr habt so ein paar Geheimnisse, die ihr da noch erkunden könnt und so weiter. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr auch nur ansatzweise was mit diesem Genre irgendwie anfangen könnt. Ich feiere das wirklich ständig ab und damals als Kind war ich so etwas enttäuscht, weil so ein Pinball oder sowas, aber heute mal so eine Runde zwischendurch, die geile Musik reinhauen, wunderbar, geht immer. Als nächstes Spiel habe ich noch einen Titel aus meiner Kindheit und zwar DuckTales. Ja, ihr seht es am Modul, da muss ich mal, ich glaube, ein Upgrade holen, das Cover sieht nicht mehr so geil aus. Aber das hatte ich auch als Kind hoch und runter gespielt und DuckTales, die Serie habe ich damals stark abgefeiert, wie ich, wahrscheinlich viele von euch auch. Es gibt ja auch neuen Zeiten, jetzt auch ein Remake, da habe ich jetzt aber noch nicht so ganz reingeschaut. Und dieses Spiel ist einfach wunderbar gemacht. Und zwar gibt es auch 2 Schwierigkeitsgrade. Einmal einfach und einmal etwas schwerer. Das Einfache kann man wirklich so gut locker runterspielen. Ihr verschiedene Welten, ihr steuert und den guten alten Onkel Dagobert. Es ist ein Plattformer. Wie gesagt, auch auf den einfachen Schwierigkeitsgrad ist es auch nicht sehr schwer. Und ihr habt eine besondere Waffe bei euch, eine Viehzweckwaffe, und zwar euren Gehstock. Den könnt ihr denn wie so einen Pogo-Stock benutzen, um mal einen größeren Sprung zu vollführen oder auch um irgendwelche Steine wegzukicken und damit irgendwelche Gegner zu erledigen. Einfach ein wunderbar sympathisches Spiel und wenn ich dieses Spiel anmache und schon diese Titelmelodie höre, da wird es mir so richtig, richtig geil warm ums Herz, weil das ganze grafische und Soundkulisse zu einem super Spiel verschmilzt. Das ist, spielt sich alles schön knackig und alles. Also das war wirklich die Zeit, wo noch Lizenzversoftungen durchaus gut sein konnten. Kommen wir zum nächsten Spiel und zwar Maru's Mission. Das werden wahrscheinlich viele von euch nicht so kennen oder auf dem Schirm haben. Das geht auch sehr schnell unter der Masse der ganzen Gameboy-Spiele etwas unter. Also grundsätzlich auch das Spiel ist sehr, sehr einfach zu spielen. Und wie ihr an der eingeblendeten Grafik ja sehen könnt, es sieht ziemlich gut aus. Und im Prinzip, es macht das Spiel, hat jetzt kein riesen Alleinstellungsmerkmal. Also ihr spielt den Protagonisten, das ist ein Ninja, verschießt Ninja-Sterne, könnt super springen und so weiter. Aber auch da ist es die ganze Kombination, was das Spiel für so ein Feelgood-Spiel sehr empfehlenswert macht. Weil einfach dieses Gesamtkunstwerk aus leichtem Gameplay, was gut von der Hand geht und aufwendige Levelgestaltung. Also ihr spielt immer 2 Level, ihr habt einen Boss und kommt in die nächste Welt. Auch da die Bosse, die haben den Namen Boss eigentlich nicht verdient, sind sehr, sehr schnell und einfach zu erledigen. Aber dadurch kommt ihr in so einen super Flow rein und könnt ihr super abschalten. Und genau das wollt ihr doch, wenn ihr in so einer Situation zockt oder nicht. Also Maru's Mission kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Vorweg, falls ihr einen tieferen Einstieg in diese Spiele haben wollt, die ich euch hier vorstelle. Ich habe zu allen eigentlich, die ich hier vorstelle, auch ein Testvideo gemacht. Einfach oben da bei der Lupe, bei meinem Kanal suche, einfach mal das Spiel eingeben und dann findet ihr auch ein Testvideo, wo ich dann euch auch etwas mehr dazu erkläre. Dann kommen wir als nächstes Spiel und das war auch eine Empfehlung von einem meiner Zuschauer und zwar Nubo.
Ihr seht es schon am Cover wahrscheinlich. Es ist Japan-exklusiv, es ist leider hier oder sonst wo nirgendwo erschienen. Aber allein dieses Cover, wie süß sieht das aus? Und dann zack, guckt euch mal das Gameplay jetzt an. Wunderbar. Also, es ist ein Puzzlespiel aus der Seitenperspektive. Es ist auch sehr, sehr einfach. Ihr werdet da im Prinzip vor einfache Aufgaben gestellt. Also, ihr habt da zum Beispiel irgendwo einen Hund und im selben Bildschirm habt ihr aber auch einen Stock. Also, nehmt ihr diesen Stock, werft ihn und der Hund flitzt ab. Weg ist frei. Wunderbar. Also, viel, viel komplexer werden die Rätsel nicht. Ihr habt auch mal Blöcke, die ihr wie eine Treppe stapeln müsst und so weiter. Aber wirklich dieses Spiel, die Musik ist einfach fantastisch. Diese ganze Aufmachung, guckt euch doch mal, wie knuddelig dieses Gameplay ist. Man kann nicht sterben. Ne? Das heißt, ihr könnt euch da auch nicht irgendwie verrennen oder ihr werdet auch nicht frustriert. Die Lösungen der Rätsel, die sind immer alle relativ einfach. Also ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Das Spiel an sich im Original ist natürlich auf Japanisch. Das müsst ihr natürlich auch erstmal verstehen. Es gibt aber auch einen englischen Fanpatch, womit ihr euch das dann prima auch anhören könnt. Und kommen wir zu dem letzten Spiel und das wird für viele keine Überraschung sein. Kirby's Dream Land 2. Ich meine, keine Serie, keine Videoempfehlung oder Spielempfehlung, die in so eine Richtung gehen, ohne dass auch mindestens ein Kirby-Titel genannt wird. Ich muss aber auch nicht mehr dazu viel sagen. Im Vergleich zum ersten Teil wurde hier noch ordentlich mal was an Features draufgelegt. Und zwar im ersten Teil konntet ihr zwar Gegner einsaugen, aber ihr konntet nicht die Fähigkeiten übernehmen. Das geht hier zumindest teilweise in diesem Spiel und so wird das etwas komplexer und auch etwas abwechslungsreicher. Dann habt ihr noch Tierfreunde, mit denen ihr unterwegs könnt und die euch helfen. Also im Prinzip ist es auch hier wieder ein Plattformer. Er ist nicht super schwer, es ist natürlich aber auch nicht super einfach, aber gerade so finde ich im Sweet Spot, wo man das ganz gut wegspielen kann. Und in der Kirby-Welt, da kann es doch eigentlich keine schlechte Laune geben, außer ihr seid einer dieser Gegner, die dann eingesaugt werden. Das waren meine 5 Empfehlungen für viel gut Spiele auf den Gameboy. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie gesagt, wenn ihr auch Tipps habt, was in die Richtung geht, ab in die Kommentare. Ich freue mich immer drüber. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, meine Lieben. Macht's gut, tschüss.